Ich freue mich, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den sehr beratungsintensiven Wirkstoff Methylphenidat. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich habe es wieder versucht, ganz kompakt und kurz zu halten. Wir gehen die typischen Nebenwirkungen an. Ich werde Ihnen auch was zu den Themen Alkohol und Kaffee erzählen, aber auch, was Sie zum Beispiel vor einem Zahnarztbesuch zu bedenken haben oder wenn Sie vor einer Operation stehen. Und ganz wichtig auch das Thema Auslandsreise. Wenn Sie sofort tiefer einsteigen möchten, dann lege ich Ihnen wie immer den Link zu Methylphenidat Intensiv hier unten gleich mit rein meiner intensiven Serie. Und ansonsten können wir jetzt starten. Der Wirkstoff Methylphenidat findet Anwendung, wie fast alle von Ihnen wissen, bei ADHS und bei ADS und bei deren Mischformen. Es gibt ganz verschiedene Präparate auf dem Markt, die ganz unterschiedliche Handelsnamen haben, aber letztendlich ist ihnen allen gemeinsam der Wirkstoff Methylphenidat in unterschiedlichen Dosierungen und auch in unterschiedlichen Darreichungsformen. Es gibt zum Beispiel Tabletten oder Kapseln, die sofort wirksam sind und es gibt sogenannte Retardpräparate, die den Wirkstoff ganz langsam ins Blut freigeben, sodass man einfach mit diesen Retardpräparaten eine längere Wirksamkeit erzielt. Der Wirkstoff Methylphenidat findet Anwendung nicht nur bei Kindern ab 6 Jahren, sondern auch bei Erwachsenen, wobei der Wirkmechanismus noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Man geht aber davon aus, dass bestimmte Neurotransmitter im Gehirn in ihrer Menge verändert werden und auch deren Wechselspiel untereinander. Der Arzt ermittelt erstmal die für Sie ganz individuelle Dosierung des Methylphenidats. Wenn Sie dazu Näheres wissen wollen, schauen Sie in mein Video aus der intensiven Serie. Und wenn er diese Dosierung ermittelt hat, dann wird die auf eine morgendliche oder auf eine morgendliche und zum Beispiel mittagliche Gabe verteilt. Die maximalen Plasmaspiegel sind so etwa nach 1 bis 2 Stunden zu erwarten und die Wirkdauer, die ist wirklich sehr individuell und vom Patienten zu Patienten unterschiedlich. Auch bei den Retardpräparaten gibt es manchmal Unterschiede, wodurch der Arzt manchmal den gleichen Wirkstoff beibehält, aber vielleicht einmal auch die Firma wechselt, um zu schauen, ob die bei Ihnen besser wirksam ist. Wenn die Wirkung abklingt, dann kann es manchmal zu einem sogenannten Rebound kommen. Die Symptome solch eines Rebounds, die blende ich Ihnen hier oben einmal ein. Dieses Rebound-Phänomen kommt bei dem einen oder anderen vor und wenn Sie sich in denen wiederkennen und dem Arzt das noch nicht berichtet haben, dann sprechen Sie ihn bitte einmal darauf an. Die Einnahme des Methylphenidats, die erfolgt in der Regel zum Essen oder kurz danach. Das Ziel dabei ist, dass der Wirkstoff mit dem Essen im Magen ankommt, denn die gleichzeitige Nahrungsaufnahme hat zur Folge, dass der Wirkstoff nicht so schnell ins Blut gelangt, aber daraufhin auch etwas länger wirksam ist. Das heißt, versuchen Sie sich an diese Einnahme immer zu halten. Wie bereits erwähnt, gibt es Retardpräparate, die den Wirkstoff peu à peu ins Blut freisetzen, wodurch er eine längere Wirksamkeit hat. Besonders bei den Präparaten, aber auch bei den normal freisetzenden Methylphenidat-Formulierungen möchte ich noch mal daran erinnern, dass Sie die Tablette niemals zerkauen sollten, nie zermörsern, nicht zerstören sollten, denn dadurch kann es zu einer sehr verstärkten Freisetzung des Wirkstoffes kommen. Zum Thema Alkohol ist ganz klar zu sagen, dass Sie unter der Methylphenidat-Einnahme keinen Alkohol trinken sollten, denn darunter kann es zu einer Verstärkung der Nebenwirkungen kommen und deshalb sollte man während der Therapie die Finger absolut vom Alkohol lassen. Als zweites möchte ich den Kaffeekonsum ansprechen, denn wenn gleichzeitig Koffein konsumiert wird, dann kann es zu einer verstärkten Wirkung
Wirkung einmal des Koffeins kommen, aber auch des Methylphenidats. In der Dosisfindung sollte man aus diesem Grund keinen Kaffee trinken, aber auch darüber hinaus sollten Sie immer mit Ihrem Arzt genau abklären, wie viel Kaffee Sie trinken können. Wenn Sie nun vor einer Operation stehen, ist es wichtig, dass Sie dem Anästhesisten, der Sie sowieso danach fragt, von dem Methylphenidat berichten. Denn der Wirkstoff, der kann dazu führen, dass bestimmte Medikamente, die unter der Operation gegeben werden, nicht so gut wirksam sind. Darüber hinaus kann es sein, dass nach der Operation bestimmte Beruhigungsmittel, die man danach noch bekommt, auch in ihrer Wirksamkeit vermindert sind. Zum Thema Zahnarzt sollten Sie wissen, dass diese Lokalanästhetika-Spritzen, also diese Betäubungsspritzen, wenn möglich schwächer oder kürzer wirksam sind. In ganz seltenen Fällen kann die Wirkung auch extrem lange anhalten. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich das jetzt als Mutter oder Vater zum Beispiel anschauen und Ihr Kind vor einem Zahnarztbesuch steht, weisen Sie den Zahnarzt bitte unbedingt darauf hin, dass das Kind Methylphenidat einnimmt und es unter der Wirkung zu einer abgeschwächteren Wirkung dieses Lokalanästhetikums kommen könnte. Es ist wichtig, dass während der Zahnbehandlung dann immer wieder überprüft wird, dass diese betäubende Wirkung der Spritze weiterhin vorhanden ist. Als nächsten wichtigen Punkt möchte ich erwähnen, dass Sie nicht ohne weiteres mit dem Methylphenidat ins Ausland reisen können. Es ist immer wichtig, dass Sie sich eine Bescheinigung ausstellen lassen. Ich lege Ihnen hier unten mal einen Link zum BfArM, zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, mit rein. Auf dem können Sie sich genau anschauen, in welches Land Sie reisen und welche Vorgaben dort sind. Denn es gibt manche Länder auf der Welt, in die dürfen Sie mit dem Methylphenidat gar nicht einreisen. Bitte informieren Sie sich da auf jeden Fall vor der Reise. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die häufigsten Nebenwirkungen eingehen, die Ihr Methylphenidat haben kann. Das sind aber auch alles Nebenwirkungen, die Ihrem Facharzt bekannt sind, die er auch immer wieder in den Kontrollterminen abfragt. Als erstes sei hier zum Beispiel die Erhöhung des Blutdrucks zu nennen oder dass es auch zu einer Erhöhung der Schlagfrequenz des Herzens kommen kann. Typische Nebenwirkungen können auch, wie bei jedem Medikament, Magen-Darm-Beschwerden sein, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen und Durchfall oder aber auch Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Juckreiz oder Ausschlag. All die Nebenwirkungen, die ich hier anspreche, die betreffen in etwa so jeden 10. bis 100. Nur, dass Sie einmal wissen, um welche Häufigkeit wir hier sprechen. Es kann unter der Einnahme auch zu einem verminderten Appetit kommen. Und es kann in seltenen Fällen auch zu Wachstumsverzögerungen kommen. Davon haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber bewusst wird hier der Begriff Wachstumsverzögerung genommen, denn unter der Einnahme kann es in ganz, ganz seltenen Fällen dazu kommen, dass das Wachstum etwas verzögert wird, aber das wird nach dem Absetzen des Medikaments dann später wie gewohnt wieder aufgeholt. Es kann auch zu vermehrten Erkältungssymptomen kommen, wie zum Beispiel Husten, Halsschmerzen oder aber auch Entzündungen des Nasenrachenraums. Genauso ist die Häufigkeit erhöht, dass unter Kopfschmerzen gelitten wird oder aber auch es zu Schwindel oder auch Schläfrigkeit kommen kann. Das sind unter anderem die Gründe, weshalb Sie besonders bei der Dosisfindung und auch bei einer Dosiserhöhung mit dem Autofahren anfangs vorsichtig sein müssen, damit Sie erstmal schauen, wie Ihr Körper auf den Wirkstoff reagiert. Aber am Anfang sollte man da auf jeden Fall vorsichtig
wichtig sein. Und zu erwähnen sei hier aber auch, dass das Methylphenidat in einer richtigen Dosierung die Leistung zur Teilnahme am Straßenverkehr verbessern kann. Bestimmte psychiatrische Erkrankungen können in ganz seltenen Fällen unter der Methylphenidateinnahme stärker zum Vorschein treten. Aber da ist Ihr Facharzt ja gleich der Ansprechpartner. Wenn Ihnen dahingehend etwas auffällt, dann sprechen Sie ihn bitte daraufhin an. Und zu erwähnen sei auch noch, dass es unter der Methylphenidatgabe auch zu Schlaflosigkeit oder zu verstärkter Nervosität kommen kann. Das liegt an der Wirkung selber und das ist auch der Grund, weshalb der Wirkstoff womöglich nicht zur Nacht gegeben werden sollte, sondern zwischen Tabletteneinnahme und dem Zu-Bett-Gehen etwa so 4 bis 5 Stunden liegen sollten. Das war nun erstmal von meiner Seite ein kurzer Überblick über Ihren Wirkstoff Methylphenidat. Wenn Sie tiefergehende Informationen haben möchten, dann lege ich Ihnen sehr mein Video Methylphenidat intensiv ans Herz. In dem gehe ich noch mal viel genauer auf die ganzen Zusammenhänge ein, erkläre viel mehr, gehe auf bestimmte Wechselwirkungen ein, erläutere noch andere Nebenwirkungen und erkläre Ihnen unter anderem, wie der Arzt zu der für Sie individuellen Dosierung kommt. Ich hoffe, Sie konnten mit meinem Video etwas für sich mitnehmen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie oder aber auch Ihr Angehöriger bald wieder gesund wird und denken Sie doch dran, dass Glücklichsein immer noch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.